Herzlich willkommen, lieber GSI. Ich bin Lukas. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind gerade auf der großen Autobahn nach Seoul gemeinsam mit Basti, Jude und Justi. So, jetzt sind wir gerade im Aufteilen. Ich bin Südkorea. Genau, pinkt mal eure CVs, wo ihr hingehen wollt. Und so weiter und so fort. Ich würde das CV zu Hause lassen, aber ich lasse das mal auf der Fläche stehen. Aus dem Grund, dass das nicht von der Arti getroffen werden kann. Basti, was kann ich dir Gutes mitgeben? Brauchst du Panzer, brauchst du Luftabwehr, brauchst du Infanterie? I have it all. Ja, weiß ich noch nicht. Okay, Justi, was brauchst du? Oh, was hier ziemlich OP ist, wenn du hier und hier ATGMs ransetzt und auf meinen Verteidiger. Dann bräuchte ich ATGMs als Amerikaner, das ist immer schwer. Ja, habe ich als Südkoreaner auch nicht. Ja, sonst, ich habe jetzt ganz die leichten Abrams für 65 Punkte, die wollte ich jetzt mal ausprobieren und Riflemans ein paar. Ja, das passt dann. Ich will erstmal dick in Echo reingehen und rechts, was du gepinkt hast, die Flanke, will ich ein bisschen mit Cavalry Scouts versuchen zu nehmen und dann nachher da nachzukaufen. Das ist so der Plan. Okay, gut, cool. Könnte gut funktionieren. Kaufe ich da einfach mal ein bisschen Shit. Ich kaufe mal so zwei schwere Panzer für dich. Timer läuft übrigens 30 Sekunden. Stelle ich da bei Basti rein. Ich stelle dann hier eine Recon rein. Starte mit Jägern. Kriegen wir schnell. Let's go. Bitte nicht wieder ein kurzes Spiel. Artillerie in die Anfahrt. Deine Jäger, da ist eine Su 27. Jo. Danke. Ist tot. Kommt da gerade echt noch ein zweiter Werfer? Nein, okay, gut. Let's go, let's go, let's go. Hier rechts kommt gerade das Command geflogen. Oh ja, ich habe den alle Helis rausgenommen gerade. Was ist das? Jetzt hab ich, oh ja. Das ist teuer. Okay, Jungs, braucht ihr Bomber, braucht ihr Seeds, braucht ihr irgendwas anderes Witziges? I have it all. Wie läuft's links? Gut. Gut. Da ist eine Tunguska in India. CV ist genau in diesem Gebäude. Hier in der Mitte ist ein bisschen was. Falls den jemand killen will. Ich habe gerade einen Seed online. In 60 Punkten kann ich den Bomber kaufen. Was ist es denn? Ein Infanterist. Schön. Aber ich kaufe mir jetzt zwei ATs und dann. Durch die Mitte fährt jetzt was. Ich werd gedoppelt. Erster Tunguska zerstört. Okay. Oh nein, ich sterbe. Oh, BUs sind so einen ganzen Scheiß. Ja, meine schweren Panzer sind jetzt gleich bei dir. Basti, was brauchst du? Was kann man dir Gutes tun? Was gegen den Heli da? Was gegen den Heli?
kann einen Moment dauern, bis es da ist. Achtung, hier sind so ATGMs drin, aber keine. Wie steht es denn links um die feindliche Luftabwehr? Ich kann versuchen, hier den Heli zu Gun ran. Ich weiß es nicht. Ich hab jetzt da. Ah, okay. Dann bringe ich jetzt Panzersniper für die Mitte. Wenn du es hinkriegst, dass die Panzer dann nochmal aufgehen, super. Ansonsten nehme ich den BMPT raus. Ja, dann hol den. Ah, weiß ich nicht. Ja, ich habe bald keinen Recon mehr. Da ist der BU. Das ist nice. BU zerstört! T-72B zerstört! Boah, die Peace Fressen hat sich gelohnt. Ja. Peace Fressen Bay. Gut, kann man mit arbeiten. Der hat hier rechts Petzlands abgesetzt. Achtung, was das angeht. Und der kommt jetzt gerade rechts mit so Hubschraubern an. Ich hab da mal einen. Was? Die Spetnats haben gerade meinen Dub getötet? Meine Abfangjäger müssen leider raus. Flieger trotzdem noch callen. Ich habe da Artillerie stehen. Luftabwehr stehen. T-64BM in der Mitte zerstört. Ich kaufe jetzt mal so billig Scheiß, dass wir da vorrücken können. Dann können wir da gleich das Haus stürmen. Kannst du mit der Thunderbolt die Spetsnaz-Gun ran? Geht das? Ich probiere. Und wir brauchen links einen CV. Der verloren. Tickt. Ich habe schon eins. Okay. Nice. Ist mein Scout-Hubschrauber gerade explodiert? Okay. Ja, mit das sieht ja soweit sehr gut aus. Ah, da ist mein Scout-Hubschrauber. Tunguska rechts. Hier hinten kommt so eine komische HQ-Geschichte. Fährt, glaube ich, hier rein. Meine Abfangjäger sind wieder online. Da kommt eine MiG-27K nach links. Ich bin dran. Ah, fuck, der hat der Luftabwehr. Ja, 1A bring ich ja, dir gerade 3. Ja. Dude, sag beim nächsten Mal gerne Bescheid, dass der Luftabwehr steht, ja? Ich weiß, du wusste nicht, dass da nur Luftabwehr steht. Bin noch nicht drüber geflogen. Okay. Rechts ist ein Panzer. Hast du ein Seed parat? Seed kreist bereits, ich schicke ihn nach rechts. Was willst du bomben? Den Panzer hol ich mir mit der Thunderbolt. Ach, das du. Tunguska nur. Ah, okay, der fährt jetzt rein, schade. Ja, zieh deinen Avenger nach vorne gegen die Mii. Panzer ist tot. Ja, komme. Ah, jetzt ist er genau offen. Das darf der, nicht der wahr Panzer. Sein. Ah, okay, gut. Komm, Thunderbolt, gib Order. Ah, ich bombe in der Mitte. Mit der Avenger auf die Mii gehen, ja. Okay, den. Ich hab schon selber die Dings rausgeholt. Nein! Thunderbolt verloren. Shit. Das tut mir leid. Das ist ärgerlich. Ja, ich hab halt leider nur einen. Aber die hat. Feindlicher Werfer geht nach links, schießt von hier. Genug Gold. Wir brauchen in der Mitte mehr Luftabwehr. Ach ne, fuck, die Avenger ist tot. Hm. Okay.
kommt ein Afganski für die Mitte. Interessant. Du hast Supply gebracht für die K1-1, oder? Nee, ich setze das auf den Weg. Ich muss irgendwie vercheckt. Sorry. Luftabwehr ist aber jetzt auf dem Weg. Auch noch dabei. Ich kaufe einen Delta Command. Kommt schon. Ah, okay. Dann kommt das nach Echo. Da ist eine Kupp oder sowas. Ich schaue mal ein Seed drauf einfach. Alles klar. Ich lande da hinten mal einen Supply-Hubschrauber. Ein Panzersniper ist wieder ready. Schön, die Tunguska rausgenommen rechts. Luftabwehr steht hier. Nein, der hat mich gesideshottet. Ach. Eine Panzer weg. Einen. Der andere ist gerade hinten mit repariert. Hm, shit. Hat irgendwie angenommen, dass die bereits tot wäre, die Infanterie. So, ich habe jetzt mal Attackamps geholt. Hier sind Lioren, die gerade eine Deckungsgruppe angreifen. Wo ist die? Ich hab gewartet. Also Attackamps-Ziele sind gepinkt rechts mit den beiden Attackamps. Ja, ja. Hier vorne gehen noch die HQs in Stellung. Ja, Arti kommt. Ja, die sind aber glaube ich noch nicht final angekommen. Book ist auf Ping. Die Kupp schießt auf dich. Nein, der schießt mich jetzt nicht ab, oder? Ah doch, er schießt mich ab. Ja, wir können ja gleich mal in der Mitte rauchen und rein. Ejo, Panzer down, Fahrzeug down, daneben stellt's auch ankommen. Swift fährt auch gleich rein. Ejo, beides. Beide Ziele down. Schön. Ich könnte noch ein CV irgendwo bringen, Basti, für dich. Hotel. Ich hab meinen Delta drin, ne? Dann bring ich eins in Hotel noch rein, das manche. Ja, fuck. Lassi, wie kann man dir gerade helfen? Fahr nicht Hubschrauber in der Mitte, rücken wir davor. Gut. Hallo, er schießt ihn doch. Da kommt wieder Panzer, ich glaube T-72. Aha. Du kannst dein Hemd übrigens da gleich am Chino gerne aufladen. Jo. Boah, der hat ja noch unfassbar viel Moon. Da kommt gleich ein T90. Alles genau. Klar, Panzersniper ist im Anflug. Ich hau dir da eine Night Hawk drauf. Wo war die? Wo war der genau? Da. Okay, ich komme an für einen Sideshot. Ich hoffe, da ist jetzt kein Luftabwehr. Jetzt habt ihr Sicht. Bum, bum, bum. Kabum! Luftabwehr steht auf diesem Ping. Ja, geil. Hast du verloren? Ja. Da steht noch ein. Da ist noch eine HQ. Ja, okay, die fahren aber. Okay. Lass uns mal in der Mitte pushen. Mörser schießt von hier, ich countere. Panzersniper auf mich. Abfangjäger kommt. Ja, macht ihn weg. Mhm.
WU ist das auch noch. Ah, das von dem WU könnte und schon werden. Haben wir noch was? Ach, dann deine Ninja links. Panzersniper links. Geht in die Mitte. Evact. Kriegen wir den BU nochmal auf? Glaube nicht. Kaufe ich mir Panzer. Weißt du, dann kaufe ich so witzige Panzer. So 100 km/h Offroad-Panzer. Hat mit der Autokanone den Panzer gekillt. T-72B Sideshot mit der Kanone weg. Schön, richtig schön. Guck mal, ob du mit deinem M1A1 auf dem BMPT schießen kannst. Artillerie, geht in die Basis. Bewegt eure Sachen mal weg. Schießt von hier zwei Werfer. Feindliches Command links ist offen. Ah. Die Mir-20er, die sollten wir noch eigentlich erwischen. Und gleich noch das Spiel. Geht nicht mehr so lang. Feindliche Mörser, zwei Stück hier auf diesem Ping. Ich hau das Attack-Camps mal drauf. Ach so, ja, sonst mache ich das mit der K9. Kannst du okay, ja, mach du das lieber. Du was Wertvolles aufheben. Ich habe jetzt auch wieder zwei M1 gleich vor Ort. Ja. Obwohl ich schon mal ganz viel Billig-Infanterie. Meine Billig-Panzer habe ich jetzt auch schon. Die scheiß VDV da. Ich wollte mal gucken, ob ich nicht irgendwo den scheiß Panzer finde von dem. Hm. Kommt ein neuer BMPT. Ich hole auch mal ein bisschen was Aufklärung ran, dann sehen wir ein bisschen. Die BM kommt da auch. Hat jemand einen Seed? Ja, kreist gerade. Okay. Feindliche Supu. Feindliche Su-25K geht nach links. Scheiße. Ich bomb mal bei dir diese Chan-Schießt da weg, ja? Basti? Geht ja. Irgendwie hier rein. Seed, Mitte. Okay, dann. Oh, da ist ein T64PM in der Mitte. Feindlicher Seed ist tot, feindliche Werfer schießen in die Mitte. Thank you.
Oh, da sind 30 VDVs. In der Flanke meines Panzers. Hm. Okay, pushen wir mal die Mitte. Da steht irgendwas. Echt die Jam-Essiges. Fuck, zieht weg. Ja, einen haben wir noch mindestens. Oh, auf dem Ping ist der BU. Ganz leicht rechts von dem Ping. Ich hab das CV gefunden, aus Versehen. Ja, ich schieß auf den BU. Schön. Ist ein schneller Attack im Schuss. Aha. Lol, das CV einfach mal bekommen. Siehst war du noch nicht mal die Absicht. Siehst du da rechts noch die K, die da steht? Jo. Eventuell kriegst du die mit dem zweiten Attack-Schuss. Nee, ich hab nur einen gerade schnell geladen. Muss ich erstmal reloaden. Ich wollte erstmal gucken, dass ich den BU da krieg. Hm. Wir müssen unsere Panzer vorfahren, sonst stirbt die ganze billige Infanterie gleich. Von nothing. Fahren hier Supu. Jo, der BU ist down. Wir haben eigentlich freie Fahrt jetzt. Ja. Ey, es wäre wirklich so nice, wenn wir da in die GMZ. Ah! Ey, zweiter BU? Oh, fuck. Jo, ich muss. Ah, ein Panzer schon wieder down. Ja. Ey, keine Luftabwehr, ich hol mal einen Longbow ran. Mach das. Wer in Mars oder sowas hat, hier ist ein T90 fast tot oder so. Feindflieger Mitte, Su 25T. Feindlicher Seed, geht in die Mitte. Supo von rechts. Beide T-72B rechts weggeräumt. Feindlicher Seed, immer noch aktiv. Runde dreht. Ja, evakt. Wir brauchen da Anti-Hubschrauber-Luftabwehr. Ja. Scheiße. Kannst du die Dappen ein kleines bisschen nach vorne schieben? Ja, ja, die kommt gerade. Großartig. Ja, die weichen schon aus. Rechts kreist immer noch, ich glaube, das ist die Supu, oder? Ja, genau. Das ist die Supu. Feindliche Cluster geht in die Mitte. Wir haben keinen Aufklärer mehr in der Mitte. Ja. Ah, dann zurück. Scheiße. Schießt von hier vorne. Mit deinem Abrams solltest du die Schreiter zerwischen, wenn du hinterm Berg hervorfährst, hinterm Gebäude. Der andere macht das schon. Okay. Der BU fällt hier gerade mit halbem Leben raus. Ich kaufe noch mehr Balkans. Basti, brauchst du irgendwo eine dicke HE-Bombe? Nö, eigentlich nicht. Okay. Dude? Ich wüsste jetzt auch nicht wo. Feindliche Rohrartillerie schießt von hier und hier. Pings, der linke Ping ist präzise, der rechte ist geschätzt. Ah, da kommt nochmal eine Akula zu uns. Hier auf den linken Ping. Den präzisen. Oh, da ist auch eine K dabei bei dieser coolen Geschichte. Jo.
Feindliche Tunguska wurde ausgeschaltet. Feindliche Tunguska ist zerstört. Ja, nett. Wir ticken stabil plus 2. Feindflieger, Doppelsupur in der Mitte. Ah, schade. Ich meine, wir könnten mal versuchen, mehr Druck auszuüben auf die rechte Flanke. Kakula kommen gerade beide nach vorne. Feindlicher Werfer schießt von hier. Feindliche Rohrartillerie steht hier daneben. Oh, die Adlerkamps, die könnte jetzt richtig schön werden. Nice! Feindlicher Werfer zerstört. Sehr gut. Richtig, richtig schön. Leo Akula ist down. Oder KA eher gesagt. Sehr gut. Die werden Supus, die werden mutig. T72B. Kommen gerade Z hier rüber, Basti. Eventuell erwischt da hier einen. Jemand zieht. Lädt gerade nach. Beide. Pass aber auf, der hat da vorne Strela und Skrasett mit dem Longbow. Ich würde da nicht so aggressiv reingehen. Boah, alles verloren, Scheiße. Das war alles? Oje. Alles. Drei Flieger haben wir gerade. Ja, manchmal passiert sowas. Ist gerade ein Flieger auf meine Luftabwehr abgestürzt. Zieht das jetzt wieder ready? Ich flieg nochmal an. Ach, Basti. Feindlicher Seed am Start. Feindlicher Seed ist tot. Ey, da kommen schon wieder die nächsten Werfer, Mann. Ich glaub's ja gar nicht. Ich schieß mal zurück. Ja, aber schieß nach weiter hinten. Oh krass, der hat gerade mit dem Cluster meinen Hubschrauber im Flug erwischt. Oh, der hat wieder ein CV dran. Achtung, meine Panzer. Oh, meine zwei Panzer hat er mit dem Cluster gekriegt. Ja, und hat auch eine Luftabwehr von mir erwischt. Es gibt diese Momente. Das war jetzt sehr effektiv für ihn. Jo, ich habe einen Werfer erwischt. Schön. Ein Smash. Sehr schön. Im Rückzug.
Basti, wie steht's denn um feindliche Luftabwehr in deiner Front? Ich glaube gering. Okay. Ich hätte jetzt gar noch nicht die zweite Luftabwehr verloren. Da sind die 90. Ja, ja, den hole ich mir gerade. Ja, Longbow schießt daneben. Sieht's krassen. Da ist eine HQ 7. HQ 7 bewegt sich. Ich gehe auf die SU 27. Oh nein. Ah, bitte lass das kein Fehler gewesen sein. Fuck. War das jetzt verloren? Ja, die HQ 7 muss doch jetzt eigentlich leer sein, oder? Ja. Ich hab viermal mindestens geschossen. Alles klar. Ganz viele Flieger links, feindlich. Ja, lass uns die mit aber nicht vernachlässigen und da weiter pushen. Jo. Panzersniper links. PGZ, zwei Stück stehen hier auf diesem Ping. Ah, der Gegner hat die absolute links. Lufthoheit. Ja, oder er spammt halt gerade. Oh Mann. Negativ, ey. Wir haben die Front. Drei Flieger gerade nochmal eben am Ende. Ja, Statistik ist egal. Was zählt, ist der Sieg. Aber das Attack-Ams war geil. Zwei Smirsch. 2T72. Ah, die Peace-Fersen hat richtig Spaß gemacht. Die hatten T72B, einen BU und einen T90S rausgenommen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Jungs, euch danke für die Runde und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Oder guckt euch auf dem Kanal um, da haben wir mittlerweile das ein oder andere Video angesammelt. Und dann hören wir uns ganz bald an anderer Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao.